Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es nämlich um mein Currently Reading. Ich zeige euch alle die Bücher, die ich zurzeit lese und angelesen habe, aber auch welche, die ich noch vorhabe im Juli zu lesen, zumindest anzufangen. Denn ich hinke etwas hinterher mit meinem Pick My Sub, was ich mit Dani und auch Caro gemacht habe. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich weiß, es soll ja auch kein Muss sein, aber ich möchte dies trotzdem zeitnah tun, denn das System hat sich eigentlich bewährt. Aber man lechzt ja nach jedem Sonnenschein draußen und dann geht man natürlich raus. Und dann liest man weniger. Ich lese dann abends und abends werde ich dann müde. Ihr versteht so ein bisschen mein Problem. Ich lese momentan aber zwei tolle Bücher, das dritte so lala. Und zwar ist das eine Lausche den Klängen deiner Seele von Charlotte Taylor. Charlotte Taylor habe ich entdeckt durch Highland Hope. Da hieß sie Charlotte McGregor. Und Charlotte McGregor ist Katrin Müller und sie schreibt wunderschöne Bücher zum Wohlfühlen. Wir befinden uns hier auf Vancouver Island, Tofino um genau zu sein, und wir treffen auf Esther. Und Esther hat ein Whale-Watching-Unternehmen zusammen mit ihrem Kollegen und sie haben auch diverse andere Unternehmen aufgekauft, sind so ein bisschen jetzt in Geldnot, aber das Unternehmen läuft wohl ganz gut. Allerdings hat sie auch zwei gehörlose Kinder, um die sie sich sorgen muss. Ihr Ehemann hat sich scheiden lassen, hat sie um die Kinder im Stich gelassen. Und dann trifft sie auch noch auf Dominik und beide sind so ein bisschen fasziniert voneinander, aber auch ein bisschen vorsichtig miteinander und nähern sich auch so langsam an. Und wir erhalten aber auch einen ganz tollen Einblick in diese Wahlgeschichte. Sie versuchen ja auch, die Wale zu schützen. Und also wir lernen hier sehr viel auch über Wale und die Umgebung. Und wer die Bücher von Charlotte Taylor, Charlotte McGregor, Katrin Müller schon gelesen hat, es sind halt einfach Wohlfühlromane mit ein bisschen Hintergrundaspekten, aber einfach zum Wohlfühlen und zum Urlaub machen. Und das lese ich momentan, ich bin in der Mitte und bisher gefällt es mir ganz gut. Das ist der zweite Band dieser Vancouver-Reihe. Da sind aber alle Bände unabhängig voneinander. Ich werde mir jetzt auch den ersten Band holen. Da geht es wohl um andere Protagonisten. Und dann lese ich gerade Adriana Popescus Goldene Zeiten im Gepäck. Wie ich schon erwähnte, ist Sommerzeit, Popescu-Zeit. Und hier treffen wir auf Carla und auf Frau Kaiser. Und Frau Kaiser ist im Altenheim, in dem Carla arbeitet, und entdeckt etwas über Carla und erpresst diese damit diese mit ihrem Auto sie irgendwo hinfährt. Wir fahren jetzt erstmal noch nicht wohin, Carla erfährt das auch nicht, weil Frau Kaiser natürlich berechtigterweise dann denkt, dass Carla dann gleich Nein sagt. Und ja, wir haben einen Roadtrip eben mit diesen beiden. Die junge Carla, die nicht so richtig weiß, wohin es gehen soll. Anscheinend hat sie auch so Problemchen im Gepäck. Und wir haben Frau Kaiser, die ihr Leben mit schon gelebt hat, aber noch etwas erledigen will. Anscheinend. Und Carla ist wohl ihre letzte Hoffnung, dies erledigen zu können. Wir befinden uns auf zwei Zeitebenen. Wir haben die Geschichte von den beiden in der Jetztzeit. Vögel vor meinem Fenster. Kennt ihr Hitchcock?
Wir haben hier Carla und Frau Kaiser auf der Jetztzeit und wir erfahren etwas über die Geschichte von Frau Kaiser, denn die junge Elli, wie sie damals genannt wurde, war wohl Schwimmerin. Mehr weiß ich jetzt nicht. Und wir haben dann 1956 immer so Rückblenden und was damals wohl passiert ist. Und ich bin sehr gespannt. Wir reisen hier durch verschiedene Teile Europas. Und bisher, also ich bin jetzt auf Seite 90, gefällt es mir sehr, sehr gut. Punkt. Da gibt es jetzt erstmal nichts zu sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann lese ich in der lieben Thriller-Gruppe zusammen mit Juli, Dani und Monika. Ich verlinke euch die Kanäle der drei unten in der Infobox. Lese ich Trauma von Angelique Mund. In Trauma geht es um die Mutter und Ehefrau Leila oder Leila, wenn man es aussprechen möchte. Und sie kommt nach einem missglückten Suizidversuch in die Psychiatrie. Sie hat immer wieder Träume und Rückblenden und sie weiß nichts damit anzufangen. Und alle um sie herum sind seltsam und sie weiß nicht mehr, was ist jetzt Wirklichkeit und was eben nicht, was spinnt sich ihr Kopf zusammen, was ist passiert. Und mit Hilfe ihrer Psychiaterin, die sie dort in der Psychiatrie eben, also so eine geschlossene Anstalt eben bekommt, soll sie das aufarbeiten und so nach und nach hinter das Geheimnis kommen. So, klingt jetzt erstmal gut. Ist ein bisschen schwierig. Also dadurch, dass ich es in der Gruppe lese, macht das Ganze schon wieder interessanter. So viel dazu. Ich mag es sehr, dass die Kapitel sehr kurz sind. Das finde ich auch gut. Der Schreibstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt nicht der schlimmste, aber er wirkt manchmal abgehackt und etwas, ja, abgehackt, sagen wir es so. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt wirklich gespannt, wo das Ganze jetzt noch hinführt. Also ich habe auch nicht mehr viel, ich bin jetzt schon ziemlich am Ende. Ich hoffe, dass das jetzt noch so eine Wendung nimmt, weil manche Dialoge sind für mich unverständlich, manche Handlungen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, durch die Diskussion mit den Mädels macht es das Ganze ja schon wieder zu einem Erlebnis. Nichtsdestotrotz, ich bin noch ein bisschen so, also es gefällt mir nicht ganz so gut, wie der Titel es meinen lassen könnte. Aber wie gesagt, ich bin ja auch, kann mich ja noch überraschen lassen. Vielleicht haut mich ja das Ende noch so um. Und ja, und dann möchte ich euch zeigen, was ich noch vorhabe zu lesen, auf jeden Fall. Denn durch das Pick My Sub hat mir ja Caro Livron, das ist schön, ausgesucht. Und da geht es ja um Matches, die man durch DNA, kann man seine, wenn man in so einer Partnerbörse ist, kann man seine DNA einschicken und das System zeigt einem dann, wer gut für mich ist. Kann gut gehen, muss nicht. Ja, und das möchte ich gerne noch lesen, zumindest anfangen, weil beenden wollen wir sehen. Aber das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste für den Juli. Und dann möchte ich zum Schluss noch mit Dani und mit Lisa. Lisas Kanal verlinke ich euch auch unten. Wir wollen anfangen, den guten Steven zu lesen. Der Anschlag, den haben wir uns ausgesucht. Ich habe so eine alte, verranzte Büchereiausgabe statt Bibliothek. Wir sind alle sehr gespannt darauf.
Ich habe schon ewig kein King mehr gelesen. Und wenn ich diesen jetzt mit den anderen beiden Mädels zusammen lese, wird das auch wieder zum Erlebnis. Ich bin sehr gespannt darauf, ob mich dieser King mal wieder mitreißen kann. Ich habe über den Anschlag auch nur Gutes gehört. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich immer sehr über ein Abo freuen. Und ja, was wollt ihr denn lesen noch? Habt ihr noch irgendwas geplant? Macht ihr euch Leselisten? Und arbeitet ihr die ab oder nehmt ihr spontan eins raus? Also, ne, ich lese ein, zwei Bücher, ich kaufe mir neue, ich lese die und so weiter. Das ist ja ein unvorstellbares Ding für mich. Aber wie handhabt ihr das denn? Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin.